Entering Dungeon of Hate. Okidoki, 101 Gegner, 3 Secrets. Die Map kenne ich, wie gesagt, auch schon. Die habe ich ja bereits schon mal gespielt, weil ich ja im falschen Level gelandet bin und so weiter, bevor ich die Watt gefixt hatte. Zack, hier haben wir schon mal einen Secret. Hier haben wir eine BFG, an die kommen wir nicht so einfach ran. So, perfekt. Machen wir direkt einen Save. Uiuiui. Okay. Okay, okay. Das hier funktioniert schon besser. Crowd Control. Einfach nur ein bisschen Crowd Control. So, perfekt. Wunderbar. Jo. Und da haben wir direkt so einen Kollegen. Hey. Perfekt. Ey, naja, egal, er ist tot. Das ist das Einzige, was zählt erstmal. Au. Ja, ist jetzt ein bisschen ätzend, die jetzt beide so machen zu dürfen, aber naja. Es spart Munition, also zumindest BFG-Munition und Rockets. Und das ist gut, denke ich mal. Weil ich glaube, Schrotflinten liegen hier so viel noch rum. Das macht einfach am meisten Sinn. Okay, perfekt. So viele Shotgunner, die hier schon gewesen sind. Oh. Stimmt, da war ja was. Hier war ja auch ein Secret. Und hier war so viel Munition auch noch für die BFG. Naja. Und nochmal ein Baron. Ah, hier gab es halt noch keine Hell Knights in Doom 1, ne? In so einer Situation würde ich halt im Normalfall immer einen Hell Knight platzieren statt einen Baron. Aber gut. Okay, Red Key haben wir noch nicht. Dann geht es hier lang. Nehmen wir hier einfach die Shotgun ein bisschen aufs Korn. Aus sicherer Entfernung. Und dann ist das absolut kein Problem. Wir können uns hier noch ein bisschen Leben holen. Der Cyber Demon hat uns ja gut zugesetzt mit der einen Rocket. Aber jetzt geht es uns eigentlich wieder ganz okay. Verhältnismäßig zumindest. Wir halten mal wieder ein bisschen aus. Sind jetzt nicht One-Hit von den meisten Gegnern und das ist okay, denke ich. Und unsere Rüstung ist immerhin, also stammt immerhin von einer blauen Rüstung, also geht es uns ganz okay, ja. Können natürlich noch besser sein und hier hat es ja auch wieder Leben. Und ja, jetzt sehr, sehr viele Schrotflinten Munition, weil viele Schrotflinten Gegner. Deswegen frage ich mich, warum das Level hier nicht Shotgun Blues heißt, aber naja. Zack, zack, zack. Wo ist denn jetzt der? Ah. Perfekt. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Das war hier irgendwo. Hier gibt es, glaube ich, noch den Weg zum letzten Secret irgendwo, aber ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Ah.
Perfekt. Da haben wir die nämlich alle. Okay. Ein paar Karkos, absolut kein Problem. Eigentlich, außer ich lasse mich ganz einfach treffen. Naja, wir haben hier eigentlich relativ viel Platz. Und sollte dann kein Problem sein, die jetzt wegzumachen. Perfekt. Sehr schön. Okay, dann haben wir was aktiviert. Gehen wir einfach mal wieder zurück und gucken, was es war. Jo. Nehmen wir nochmal einen Cyberdemon. Jetzt kann man halt versuchen, die beiden aufeinander aufzuhetzen. Jo, jetzt hassen die sich. Als ich das Level jetzt schon mal gespielt hatte, hat der Mastermind gewonnen gegen den Cyberdemon. Aber relativ knapp. Die waren beide sehr low. Kann ich nur hoffen, dass das nochmal so passiert. Das war eigentlich echt nice. Und in der Zwischenzeit kann ich hier einfach weitermachen. Oh, wow. Okay, der Mastermind hat ganz schön kurzen Prozess gemacht. Ganz schön kurzen Prozess. Ich meine, hier ist er jetzt eh kein Problem mehr. Hat kein Splash-Damage. Und hier kann ich ihn echt easy wegmachen. Für den Kill-Counter. Mann, der hält echt noch viel aus. Ja, krass. Diesmal hat der Cyberdemon sich ja praktisch gar nicht gewehrt. Hat sich ja fast schon nur... ja... tot schießen lassen. Offensichtlich. Okay. Ja, ein einzelner Karko. Sollte jetzt kein allzu großes Hindernis darstellen. Das hier wiederum ist, glaube ich, ein wenig gemeiner. Aber wir haben eine gute Position. Die nicht so einfach aufgeben. Gucken, dass natürlich kein Shotgunner frech wird. Und dann ist das alles kein Problem. Na, warten wir mal, bis der wieder hierher kommt. Falls er darauf überhaupt Lust hat. Offensichtlich nicht. So. Ihr habt auch nichts zu melden. Perfekt. Hier schön von der Schützenposition aus praktisch. Zack, zack, zack. Alles aufsammeln. Nochmal einen Baron. Aber der ist gleich alleine. Und dann absolut kein Problem. So, dann. Zeig mal, was du drauf hast, du kleiner Baron, du. Naja, eigentlich bist du ein bisschen größer als ich, ne? Aber klein ist deine Macht. Okay, ich nehme alles zurück. Ich glaube, ich habe ihn sauer gemacht. So, zwei Gegner fehlen und ich habe absolut keine Ahnung, wo die sein könnten. Achso, das ist noch gar nicht das Exit, okay. Ach stimmt, das wurde erst jetzt, Genau, genau, hier ist das Exit.
Perfekt. Jo, damit hätten wir das Level erfolgreich bewältigt. Ab dem nächsten Level wieder komplett blind. Und ja, jetzt haben wir nicht ganz so viel Leben, aber das kriege ich schon irgendwie gebacken. Aber gut, dann sieht man sich beim nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao.